So, wir nähern uns 40 Minuten. Mal gucken, was noch kommt. Du bist doch ein Kerl. Ich werde sie nicht weiterkommen lassen. Ich werde sie zerstören oder extra. Ich werde sie nicht weiterkommen lassen. Ich mache sie platt. Oh. Ah, weg. So eine Scheiße. Die kann man nicht zerstören. Na mal. Hängt's? Ach du meine Fresse. Jetzt hat er mal wirklich in die Gradius-Kiste gegriffen. Das ist so Gradius 1. Oder Nemesis 1. Bis schon. Das sieht auch interessant aus. Wurde sowas nicht hier auf der Venus 2014 ausgestellt? So, tschüss. Komm, abräumen. Na, komm. Jetzt wollte es aber wissen, ne? Na gut, mach ich dein ganzes Arsenal kaputt. Mein Gott. Hätten wir sie ja auch auf den Unentschieden einigen können, aber so. Fuck zur Hölle. Oh, Alien-Bastard. Kann ich nichts machen? Ich würde gern das Raumschiff kaputt machen. Ich bin da ein sehr destruktiver Spieler. Das ist cool, also. Also so riesen Basisschiffe finde ich ja geil. Ja, da komme ich garantiert nicht durch. Ach doch! Geil! Kannst du ihm den Flügel abballern. Das ist geil. Toll. Achso, den kann ich wieder nur mit dem Powerlaser. Das ist doch bestimmt das Endschiff. Das doch gar nicht. Kann auch kein normaler Gegner mehr sein. Was da so rumläuft, hat auch ein bisschen was von Megaman. Boah, jetzt wird's aber cybermäßig hier. Da ist er schon wieder. Ja, dich kenne ich doch schon, mein Freund. Und ich sorge dafür, dass du keine Lust gewinnen hast, mein Freund. Die Satisfaktion kriegst du anders. Dich erlöse ich mal eben kurz von deinen Schmerzen. So. Ah, ist doof. Das ist. Das brauche ich nicht verschwenden. Ah. Da kommst du auch gar nicht hindurch. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, natürlich. Und dann kommt er da rein. Du bist ja hier überhaupt nicht. Ja, ist. Das ist nur ideal. Ich habe das Gefühl. Was bist du denn? Ja, richtig. Das ist so Nemesis 3. Die MSX-Version von Nemesis 3. Da gibt es zum Schluss solche Viecher, wo man unterwegs tauchen muss. Kann ich die? Ich muss den noch bestimmt kaputt machen. Ist doch bestimmt ein Zwischenbus, der drauf gehen muss. Ja, und natürlich, hier haben wir alles Mögliche noch. Komm, kann ich hier einfach untertauchen? Ja, toll. Bin ich tot? Ja, keine Chance. Die muss man mit Sicherheit kaputt machen. Das ist nicht gut, dass man sie laufen lässt. Ist das auch immer ein und derselbe? Oh, richtig, richtig. Es ist ja noch nicht viel auf dem Screen. Oh, wir haben tatsächlich mal einen erschossen. Der schon schreit wie ein Mädchen. Was manchmal gut ist, hier nervig. So, zack. So, come on. Das ist doch bestimmt Endkampf. Das kann doch nur Endkampf sein. Das ist bestimmt nicht gut.
Das war so klar. So, weiter. Ja, ist klar. Das ist mir, ich habe das schon verstanden. So, raus. Der Planet ist geil. Was? Du kannst sie nicht auf die verlassen. Achso, du kannst sie auf deine Leute nicht verlassen. Ach, das heißt, jetzt darf ich dir persönlich ins Gesicht rotzen. Fight! Oh mein Gott. Ist das die Versace-Version eines Kampfschiffs? Ja, also wenn das ein R ist, dann ist das relativ einfach. Ich hoffe, das ist eine Frau. Das macht die Sache auch interessanter. Oh, geh weg. Geh weg. Oh, ist wieder... Oder gibt es hier so eine Art Bullet-Time-Funktion? Ah, komm. Ah, komm, der Ripple-Laser interessiert mich nicht. Ah, ich treffe die schon. Ach, da gibt es so eine Mini-Version von ihm. Ist ja egal, wenn ich das ignorieren kann, mache ich die trotzdem platt. Und ich sammle Upgrades auf. Das ist schön. Das ist das, was ich in den anderen Fights ja nicht hatte. Ja, bin trotzdem tot. Ah, sieht schon ein bisschen kaputt aus, das Ding. Zweite Form, ne? Ist klar. Ah, du willst mich greifen, das ist mir schon klar. Aber so einfach kriegt man mich nicht. Erst beim dritten Date. Ah, komm. Zack. Ah, mein Freund. Ah, komm, 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 komm. Mach deine Scheren auf. Ich hab was für dich. Ah, Mist. Aber jetzt haben wir ihn. Ja, wird aber mit Sicherheit noch eine dritte Form haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist das Booster zu einfach. Kann man ja wirklich sogar richtig packen. Ja, treffen sollte ich natürlich schon. Ja, komm, ich lock dich mal hier unten hin. Oder mehr Spielraum. So. Na komm, komm mal wieder unten hin. Ah, das hat gepasst. Ah, ich mach dich schon platt. Ah, mach, lad das Ding auf. Das hat er ja jetzt gerade kaputt gemacht. Den Raketen. Auf jeden Fall nichts, was mir hilft. Komm. Na unten. Ah, ich krieg dich schon platt. Du Alien mit den scheren Händen. Na komm, hier. Doch richtig mal hier. Yes! So. Und nun, mein Freund? Was sagt man so den ganzen Tag? Tschüss. Was das? Ist klar. Die Prinzessin in der Waschmaschine. Das weiß ich. Du hast mir ja schon 27 Mal angefunkt, Elaine. Ich komme gerne diesen Weg.
Ende? Oder gibt's noch was? Okay, wir retten mit diesem unglaublich mächtigen... Ja, was soll's sein? Feuerstein? Meteorit? Keine Ahnung. Ach, ist klar! Sicher, da haben wir unsere eigene Alienfee. Ne, ist klar! Ne, ist klar! Ha! Sicher! Natürlich! Ja! Dank dir auch! Ja, wenn das halbe Schiff nicht davor liegen würde, dann hätte ich auch irgendwie erfahren können, warum Satan erwacht wurde. Oder erweckt wurde. Ja, darauf Karaoke. Das hat ja schon was, als wäre das was von den Grasshopper Studios. So, Suda 51 und sowas. Ja. Screaming Mount Fuji. Nee, ist klar. Klaus Petschabel. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Also man kann sicherlich da aus diesen Figuren interessante Thumbnails bauen. Ja, ja, das ist übrigens auch geil. Das haben die übrigens tatsächlich da immer so geschrieben. Haben sie mal reingeschrieben, dass sie Spiele machen, die hoffentlich den Leuten Spaß machen. So, jetzt ist aber wieder ganz normal, ne? Ja, dann würde ich sagen, ist hier auch eine wunderbare Gelegenheit. Dann haben wir 50 Minuten. Das war 66. Oder wie auch immer ich es mal richtig aussprechen will. Ein bisschen gestört, aber auch wieder irgendwie gut gestört. Ich sag mal so die Konami-Version so rum von R-Type. Ist ganz putzig. Sonst, ne, wenn du so auf R-Type steht, dann gibt's natürlich auf dem C64 nichts Besseres als Katakis. Das ist genial. Aber sonst, das Ding geht hier vollkommen in Ordnung. Ist ein bisschen irre, ein bisschen verrückt. Muss auch nicht unbedingt eine Story haben, aber hat es hier. So, was gibt's denn? Gibt's da irgendwie einen großartigen Game-Over-Screen irgendwie mit unglaublichen Tränen? Ne, macht sie sich nicht nackig. Kann ich euch nie bieten. So, als nächstes kommt dann Salamander 2. Ich glaube, da ist die Story nicht ganz so irre. Und zum Schluss kommt dann Sexy Parolius und das ist noch viel irrer. Und dann eben im Perfect Run, das heißt, ihr seht dann alles, da werde ich dann gucken, also einmal werde ich das auf Auto fertigstellen, dass also dementsprechend ihr da das Good Ending definitiv seht. Das Bad Ending kenne ich ja schon, aber dann werde ich dann sowieso nochmal gucken müssen, weil ich muss, soweit ich weiß, irgendein Level durchzocken, ohne den Endgegner zu plätten in irgendeinem Ending. Ja, das Ding hat spezielle Endings. Konami halt. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und die One-Shot ist jetzt beendet. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich 3 Parts. Das passt ja eigentlich ganz gut. Dafür danke ich mich, dass ihr zugesehen habt und ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr Spaß habt, dann abonnieren, kommentieren, bewerten. Dann gibt's auch hier auf dem Kanal mehr. Bis dann. Tschüss.